Weißt du, Kevin, es hat schon seinen Sinn, dass rausfinden ein Teil des Wortes von finden. Also, ne? You can find rausfinden ohne finden. Kennt schreib rausfinden. Ach, du weißt schon. Also ganz ehrlich, du kannst doch einfach aus der Folge mal rausfinden, wenn du so reinredest. Wow! Holy shit, Benny ist heute im Roast-Modus. Das ist insane! Ja? Und damit ein herzliches Willkommen, einen wunderschönen guten Abend zu einer weiteren Runde Lord of the Rings Return to Moria. Nee, nicht Fahrt mir nicht in meine Anmod rein, ihr hässlichen Goblins. Also, zu meiner Linken, wow. Begrüßt euch. Ich find's echt nicht gut, wie du uns vorstellst, Kevin. Ich wollte euch gerade richtig nice vorstellen, aber weißt du, jetzt lasse ich es auch einfach wieder. Ich lasse es einfach wieder. Das sind der Benny und der Matze und ja, mehr gibt's nicht. Ich habe mir so richtig was Schönes überlegt, aber ach, nee. Jetzt seid ihr halt Goblins. So, wir hatten das letzte Mal hier bei der großen Schmiede von Belegost aufgehört, nachdem wir endlich neue Ausrüstungsgegenstände herstellen konnten oder zumindest das freigeschaltet haben. Und würde mal sagen, an der Stelle schließen wir jetzt nahtlos an. Das heißt, ich glaube, es geht jetzt so ein bisschen darum, dass wir erstmal ein bisschen unser Equip anpassen. Vielleicht auch ein bisschen farmen etc. Je nachdem, was notwendig ist, ne? Das wollte ich gerade fragen. Wisst ihr noch, ob wir noch was herstellen wollten oder ob wir alles hergestellt haben? Also ich habe einen Speer, ich habe den Belegost Kettenpanzer, ich habe die Belegost Handschuhe und Belegost Stiefel habe ich auch. Also wenn es keinen Helm gab, bin ich zumindest erstmal versorgt. Nicht, dass ich wüsste. Also ich bin auch erstmal durch. Es gibt auch den Schildwall. Oder? Ah nee, den hatte ich verzichtet, weil ich habe ja den Speer. Was ja ein Zweihänder ist. Das heißt, ich verzichte auf ein Schild, aber Kevin wollte den, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Oh Gott, weiß ich gar nicht. Muss nicht unbedingt sein. Also du wolltest zumindest nicht den Speer, das weiß ich noch. Das weiß ich, ja. Wenn du keinen Speer nimmst und eine einhändige Waffe, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, einen besseren Schild zu nehmen. Wobei ich meistens einfach nur die Waffe nehme ohne Schild. Muss man auch so schaffen, weißt du? Ja gut, ne? Dann weiß ich aber nicht, warum du immer drauf gehst. Aber haben wir jetzt schon alle Werkzeuge hergestellt? Das ist immer noch eine Frage. I don't know, aber ich würde immer nach Hause reisen, weil ich muss echt dringend mal in die Haie hier. Das ist nämlich gar nicht gut. Spitzhacke des ersten Zeitalters. Das würde ich auch mal machen. Wo seid denn ihr? Seid ihr schon ich gegangen? Ich bin in Gimli's Crypt. Zu Hause. Wieso seid ihr? Hey, wie seid ihr nach Hause gekommen? Na, da durch steht ein Kartenstein ganz am Anfang. Die haben wir extra gebaut. Ach so. Mhm. Ich habe extra schon was zu essen hier bereitgestellt. Du bist es einfach. Direkt schlafen können. Wie hieß das Ding? Gimli's Crypt, ne? Ja. Gimli's Crypt. Oh. Okay. Okili Daukili, wie ich mal so schön sage. Da hat er uns geflenderst. Ja, aber sowas von. So, wo ist denn hier die Trashkiste für alte Tools. Ach hier. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass links die Truhe ist und rechts das Inventar. Wieso schaffe ich das nicht? Weil du der Matze bist. Ja. Gibt's nicht, gab's nicht irgendeinen. Nee, gibt's nicht. So, was habe ich denn hier eingesammelt? Nur Schnulli beim letzten Mal. Also wie immer. Naja. Was? Ja, ich weiß auch nicht, warum ich immer den Trash sammle. So, naja. Die Großklinge hier, die Kollegin, die will schon mal knacken gehen, deswegen geselle ich mich da jetzt einfach mal dazu in meinem neuen Belegast-Schlafanzug. Kevin, Pyjama-Party, kommst du? Oh, bin doch noch nicht mal fertig. Ja, ich bin auf dem Wege. Naja. Das ist legit Durugin jedes Mal ist da. Kevins Reaktion, wenn er zu einer Pyjama-Party eingeladen wird. Ah. Es ist voll geil. Es gibt Chips und wir gucken bis nachts 23 Uhr Gummibärenbande. Hä, Gummibärenbande ist. Erstmal gibt's einen Fleischeintopf. Nee, ich sag's jetzt nicht, das wird zu gut. Nee, ich sag. Nein. Doch, bitte. Ah, nein, Kevin, nein. Du kannst die Leute jetzt nicht so hängen lassen. Du kannst sowas nicht immer andeuten und dann. Ja, lassen. Es geht tut mir nicht. Auch. Weißt du, ich denk halt nicht drüber nach und dann denk ich doch kurz drüber nach. Ja, aber jetzt sag's doch halt einfach. Ja, aber ich kann doch jetzt nicht sagen, dein Gesicht ist ein Fleischeintopf.
Wieso hä, aber nicht? Warum voll gemein. Nicht? Nee, man muss doch, ich verstehe das nicht, warum du... Hä, warum? Man muss doch nicht immer so flamen. Benny hatte doch nie ein Problem mit der Wahrheit. Er hat ja sogar aktiv da mitgewirkt, indem er sich mit dem Fahrrad aufs Gesicht gelegt hat. Genau, also mein Gesicht war literally mal ein Fleischeintopf. Ja. Ne? Also, ist ja nicht mal gemein, ist halt einfach nur wahr. Und, das fand ich immer noch lustig, dass ich auf der oberen Gesichtshälfte links die Flecken hatte und auf der unteren Gesichtshälfte rechts. Na, du hast einmal quasi querdiagonal drüber geschmürgelt, ja? Ja, aber das muss man erstmal hinkriegen. Haben wir denn hier nicht irgendwo... Hier wollt ihr nicht was essen? Es ist noch zweimal was zu essen. Ja, du hast recht, ich habe Inventarmanagement machen. Herrgott, jetzt... Mach doch mal ein bisschen langsam hier. Ja, jetzt ist aber gut hier. Jetzt hat der Kevin mal ein Machtwort gesprochen. Nee, ist ja richtig. Kevin und sein Machtwort. Ja. Auf das Machtwort gönn ich mir erstmal ein Fleisch. Ich fühle mich richtig in den Schranken gewesen. Alter, Benni, Junge! Warum flamet er mich heute wieder so? Das ist ein bisschen unverhältnismäßig, das ist mir klar. So, ich esse jetzt meinen Fleischeintopf. Nee, machst du richtig. Aber wir haben übelst viele Münzen, wir könnten überall mal ein paar Schätze hinflatten. Oh, übelst viele Münzen! Ist mit ihm. Bau jetzt einen Schatz, ihr Nulpen. Haben wir Warquarz zu Hause? Du bist auch ein Schatz, Matze. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh nee, ich kann nicht, uns fehlen noch 74 Münzen für einen gewaltigen Schatz. Kannst du nicht ein paar aus den anderen Schätzen rausnehmen? Wir brauchen nein, wir dabei. Brauchen alle drei. Komm, Benni, was bist denn du für ein Zwerg? Spitzhacke, Eisen. Also, weiß ich, wenn ich sage, es fehlen Münzen, dann kann die Einstellung eines echten Zwerges doch nicht sein. Hab Münzen gefunden. Oh, nice. Ne? Wir müssen an unsere ersparten Vorräte ran. Dann kann die einzige Lösung eines Zwerges sein, wir müssen den Raubfeldzug starten. Hä? Das waren zwei Münzen. Hä? Somehow. Kann gar nicht sein. Also ich habe jetzt zwei mehr als vorhin. Ach nee, warte mal, halt, stopp. Ich hatte die unten auf meiner Inventory-Leiste. Aber da hat... Oder? Sagen. Nee, warte mal, irgendwas haut nicht hin. Nee, ich kann ihn trotzdem nicht bauen. Ach so, na der hat die bestimmt schon dazu gezählt, oder? Vorhin? Möglich. Ach, keine Ahnung, jedenfalls fehlen immer noch knapp 75 Münzen und ja, ich will einen gewaltigen Schatz, also lass mal Brandschatzen gehen. Haben wir... Aber warte mal, ich will vorher was anderes machen. Eisenholz haben wir noch nicht, ne? I glaube nicht. Doubt it, ehrlich gesagt. Sagt mir gerade nichts. Schade. Weil ich habe gerade geschaut und bei Werkzeugen können wir eine Eisenholzspitzhacke herstellen. Und wir brauchen da noch Scharnurbern, die stelle ich gerade her. War halt auch Eisenholz, aber ich befürchte, wir haben kein Eisenholz. Muss man das herstellen oder muss man das Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich wüsste nicht, wo ich es herstellen kann. Na dann, haben wir doch heute Goal. Eisenholz finden. Let's go. Goal. Aber, wo finde ich das? Das weiß ich doch nicht. Oh nee, okay. Das ist doch nicht irgendwo zu Hause halt. Weißt du, Kevin... Mhm. Es hat schon seinen Sinn, dass rausfinden ein Teil des Wortes von finden. Also, ne? You can find rausfinden ohne finden. Kennt schreib rausfinden. Ach, du weißt schon. Also ganz ehrlich, du kannst doch einfach aus der Folge mal rausfinden, wenn du so weiterredest. Wow! Holy shit, Benny ist heute im Roast-Modus. Oder? Das ist insane. Ja? Deswegen also. Was hast du für eine pornöse Fackel? Ich habe mir eine Sarok-Fackel gebaut. Gesundheit. Eine Sackfackel. Oh nein. Nein. Da. Warum musst du eigentlich... Deswegen hast du nach Warquarz gefragt. Ja. Da muss ich jetzt auch mal gucken, ob wir noch so... Haben wir noch sowas oder hast du dir jetzt alles unter den Nagel gerissen, du? Wir haben mehr als genug davon. Ich ja, frage das mich, ist genau warum, das, was Leute sagen. Warum Matze eigentlich immer alles so andere Spitznamen für finden muss. Weiß ich nicht. Es ist halt einfach so drin bei mir. Das ist... Kann nichts dafür, das ist angeboren. So, was brauchte ich noch? Haut. Wo Haut? Haut. Das Haut. Und Holzstücke. Haut habe ich dabei. Holz. Ja, Haut Holzstücke habe ich, brauchst du noch zwei. Okay, ne. Das ich habe auch eigentlich, du brauchst eigentlich nur zwei Holzstücke. Ja, na, die Frage ist, will Kevin auch einen? Nö, nicht unbedingt. Die kannst du dir auf die Quickslot-Leiste packen, auf die Null. Und das heißt, du musst die nicht immer in der Hand halten. Oh! Die leuchtet dann auch ein kleines bisschen. Dann kann ich ja endlich meinen hässlichen Helm absetzen. Geil. Also das finde ich gerade richtig geil. Ich meine, der Helm war praktisch, aber ich finde schon, dass meine Frise, die ich mir am Anfang ausgesucht habe, ein bisschen Time to Shine haben sollte.
So, hier. Zack, Fackel. Herstellen. Und Kevin will kein Licht, ja? Ich... Nee. Na schön. In Ahnung. Was ist sie jetzt einfach her? So, die ist jetzt auf der Null, aber for some reason... Oder muss ich dafür meinen Helm runternehmen? Nö, du musst eigentlich auf die Null legen, dann drückt man Null. Achso, ich darf es nicht auf den Num-Block drücken. Dann... So, und dann gebe ich mal... Ach so, okay, jetzt habe ich meine Cherenkov-Strahlung auf dem Rücken. Ja, nice. Kannst du nochmal zwei Holz geben, dann würde ich nochmal einen weggeben jetzt einfach. Ach nee, mache ich jetzt einfach. So. Wo also seid ihr denn eigentlich? Was? Wir sind bei der Schmiede. Why? Billigust. Weil man da die Fackel herstellen kann. Aber, wann sieht die Fackel aus? Hin? Was wäre ich wohin? Ah, hier, ja, Kevin muss herkommen dafür. Oder warte mal, ich habe eine Idee. Ich kann es hier in die Truhe legen. Nee, kann ich nicht. Ja, ich komme hin. Also nee. Wie heißt das? Schmiede. Großvater. Schmiede sein Großvater. Nice. Ich find's eigentlich relativ eingängig. Liegt hier. Wenn ich ehrlich bin. Ach, das Teil, ja. Achso, du. Ach, du hast das Fass dabei, na dann. Das wusste ich nicht. Wusste was ich macht auch denn nicht. Das Fass? Keine jetzt Ahnung. Jetzt mal ganz kurz. Du kannst irgendwas draus trinken. Aber ich habe das halt auch irgendwie mal zwischenzeitlich verloren, also. Ich glaube, es ist nicht so sinnlos, ne? Wenn ich so drüber nachdenke. Also, es hatte schon einen Zweck, das Fass. Schon. Aber ich finde die Fackel find tatsächlich gerade besser. Kannst, also, kann jemand. Also Licht das, ist schon. Das, naja. Was? Ich kann das fast nicht in die Truhe reinlegen. Ja, das ist natürlich blöd. Man kann halt nur. Ach, das wusste ich nicht. Du kannst halt nur das Meisterwerk wechseln. Mhm. Das ist blöd. Bissl, also muss jetzt jemand das Fass tragen? Scheint. Sehr dumm. Das ist ja wirklich dumm. Also, wo. Ach, dann gib mir mal das Fass, Kevin, weil ich finde, wenn du heute der Aufnehmende bist, ist es sinnvoller, wenn du die Fackel trägst. Oder hast du jetzt schon eine. Nein, du müsstest seine Fackel halt hier hinlegen. Das ist ja das Problem. So, also du hast noch. Aber er hat doch schon eine. Er muss sie doch nur hinten ranstecken jetzt. Also ich muss meine Fackel einfach im. Kann ich nicht mal ins Inventar tun? Nein! Hä, wie stupid! Nee, dann lass mal eben, das Fass hier liegen. Das ist ein Wanderfass, das wird schon mitkommen. Das wird schon mitwandern. Der war actually gar nicht mal so bad, bin ich ehrlich. Ja, not gonna lie. Der war gar nicht mal so bad. Gar nicht mal so höh. Danke, das bedeutet mir viel, dass ihr das tatsächlich mal appreciated und nicht wegstöhnt. Ja, ne? So, Leute, Schattenfluch. Ja. Wir bräuchten Steine. Ich hole mir gleich noch Steine, damit wir die ganzen Statuen wiederherstellen können. Aber ging das jetzt nicht mit Irazkanit? Die Statuen mittlerweile? Dann guck mal nach. Ich gehe auf jeden Fall mal zurück. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall noch Sachen dafür. Ja, ich versuche. Bring ruhig auch Holz mit, weil wir müssen uns ja irgendwie drüber buddeln. Hm. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir da einfach durchlatschen können. Matter of fact, ich bin auch noch gar nicht da, wo ich hin muss. Weil's echt wo müssen wir denn hin? Na, ich versuche zu der Statue zu gelangen. Stell aber gerade fest. Nicht mehr so viel Holz. Was haben wir hier? Salz. Kann ich mich da durchbuddeln zur Statue? Nee, hier ist Ende Gelände. Ach, Manno. Das ist doch echt ungeil. Benni, ich gehe jetzt für die Wissenschaft da durch. Alles gut, ich nehme Irazkanit und Steine mit. Zu spät, ich bin für die Wissenschaft reingejumpt, wie so ein junger Gott. Okay. Wir brauchen Stein. Und einen Stahlhammer. Ich hab keinen Stahlhammer dabei. Irgendeiner von uns muss den aber haben. Ich hab ihn nicht. Ja, hier. Schuldig. Gut. Okay, dann. Na, dann passt das doch ganz gut. Komme ich mit den Steinen zu euch. Genau. Dann kann Kevin seines Amtes walten. Was ist denn jetzt los? Ach, meine. Wieso bin ich denn schon wieder erschöpft und müde? Wovon denn? Wir sind 5 Zentimeter gelaufen. Ah, ich bin total erschöpft. Jetzt mal ernsthaft, meine Müdigkeitsleiste ist schon wieder komplett unten. Wir haben doch nichts gemacht. Also das verstehe ich gerade. Das verstehe ich gerade wirklich nicht. Hier, Kevin. Stein. Ja, danke. Ja.
Falls es jemanden da draußen gibt, der das Spiel kapiert, erklär's mir bitte. Was gab's? Geil. Eisenerz und Kohle. Das ist ja ein Verrecker. Aber ein kompletter. Bummer. Kompletter Verrecker. Oh, ist aber schön hier. Was? Schatten-Uruks befolgen ihre Befehle. Von Uruks zerstörte Lampen. Was? Bei mir hat es irgendeinen Eintrag freigeschalten. Bei mir auch. Guck mal. Kutzul-Hafer, bist du lieb oder böse? Du bist böse! Der Hafer? Nee, der Ork. Kutzul-Hafer, wieso brauchst du schon so lange Battle Weapon for this? Der braucht die, jedes Mal. Die spreaden den Schattenfluch, Leute. Spreaden die? Ja. Ja, hast du recht. Wahrscheinlich werde ich auch drauf gehen, I guess. Das ist traurig. Oder? Ich bin halt ja, übelst müde, das ist bitter. Also, dass man jetzt schon wieder eine bessere Waffe braucht, also irgendwann nervt es mich ein bisschen. Ja. Das Ding ist irgendwie, der Progress ist ein bisschen verdreht. Normalerweise ist es so, du schaltest eine bessere Waffe frei und bekommst dann Gegner, die du mit der Waffe erledigen kannst, bis du es nicht mehr kannst. Und das ist aber hier eher so, du kriegst so lange Gegner, die du nicht erledigen kannst, bis du die bessere Waffe findest und dann kommen neue Gegner, die du nicht erledigen kannst. Also entweder sind wir zu schnell im Progress oder es ist weird. Talking about progress, ich bin tot. I know. Dann ist ja gut. Ja, wir werfen uns mal Steine drauf, ist eine gute Idee. Na komm, stirb, Dogin. Ja, war ja klar. Stirb. Ja, stirb. Hast recht, sorry. Hier ist ein Monument, das wir hier wieder herstellen können. Ein Monument, okay. Was brauchen wir dafür? Steine und ein Eisenhammer. Steine und... Das geht aber. Aber wir haben keinen Eisenhammer. Sollten nämlich auch ein Stahlhammer funktionieren? Ist Stahl nicht härter als Eisen? Ich glaube, in dem Spiel funktioniert... Du weißt, in dem Spiel funktioniert alles andersrum, Benny. Doch, es geht. Okay. Manches funktioniert. Also in 50% der Fälle geht's immer. So, wir können anfangen zu singen. Nix. Wie, schon wieder nix? Na gut, dann singe ich mit. Das war mal wieder sehr schön. Oh, guck mal, wir haben die Tür aufgesungen. Holy, Alter. Was? Ja, genau. Bin ganz deiner Meinung. Also, was mich gerade bewegt hat für eine Frage ist, ob das ein... Meine Güte. Jetzt. Ja. Bevor ich da reinlaufe, jetzt will ich kurz die Frage stellen. Was mich gerade für eine Frage bewegt hat, ist, ob das ein echter Chor ist, der das singt. Also haben die da einen echten Chor an engagiert, um die Lieder einzustudieren? Ich denke schon, dass es mindestens professionelle Sänger sind. Ob das jetzt ein Chor ist oder was anderes, weiß ich nicht, aber definitiv Profis. Ja, ne? Dafür klingt es einfach so gut. Ja, ja. Ich wäre übelst
begeistert, wenn wir hier einen Kartenstein finden würden und wir nochmal ganz kurz zurück in die Heimat könnten, weil ich müsste echt pennen. Mir geht's gar nicht gut hier. Mhm. Meinem Kollegen. Also entweder wir finden einen oder wir laufen halt nochmal einen Schritt zurück. So weit war es ja jetzt nicht. Ich habe eine Durins Musnakan-Statue entdeckt. Okay. Ja, hier ist so eine kleine Statuettensammlung, wo du die hinstellen kannst um die Ecke. Okay. Oh, das wäre ja übelst geil, wenn wir da unsere ganzen Status mal endlich loswerden könnten, die wir gesammelt haben. Wo war denn das? Hier, ich stehe gerade davor. Ich habe gerade meine platziert schon mal. Ah, ach, hier hinten. Gefunden. Mhm. Ah, das sind aber schon viele. Haben wir die alle gefunden? Ne, die waren. Ich habe nur eine rangesetzt. Kevin jetzt einen und ich habe noch eine gefunden. Dann gerade. Leg die mal rein. Das ist ja wieder der falsche. Oh boy. Hi, Kevin, mach mal auf. It's getting real. Was? Wie? Brech auf das Grab. Rezept für große Schmiede von Durin gefunden. Schild von Durins Garde. Das sieht mächtig aus. Das sieht massiv mächtig aus. Ihr habt's nicht gesehen? Nee, doch, doch. Nee. Ja, ja, okay, hab ich. Doch, doch, hab ich. Aber ist das jetzt auf einem Level mit dem Bellegost-Kram oder ist das schon wieder Next Level? Das müsste man dann schauen. Ja, also du kannst ja gucken, ob da erstes, zweites, drittes, vierter Grad steht und dann... Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es sah mächtig aus. Vielleicht sogar eine Stufe drüber. Hier fehlt ein Stein, der Kasatstein. Keine Ahnung. Gut, dann müssen wir einen Kasatstein finden, I guess. Könnt ihr mal bitte zur Seite gehen, ihr Pilze? Aber. Dankeschön. Also ja, ich würde erstmal kurz gucken, ob wir vielleicht noch einen Kartenstein finden. Bevor wir zurücklaufen, oder? Ja. Der schwarze Abgrund. Ach, Arik! Mensch! Restaurierte Öster... Ich hätte... Ja, okay, dann nicht. Was? Restauriere Ostdeutschland, Klima. You are safe. No curses? None this deep. But the shadow vents freely all the same. Did you know us dwarves are meant to subdue it? Old tales from beak to beak. All true. All true. Oh, so the eastern stairs are broken. There is no way back up? Evil luck. Learn to fix them in Old Pilgrim Library. Follow trail to River Start. An old library? I will find it. Learn to fix it. Das klingt so irgendwie so ähnlich wie Get Aim oder so. Fix your gameplay. Also übelstes Pech, dass die Treppe eingestürzt ist. Lern doch mal wieder hier. 20 Minenfix. Schwarze Diamanten. 100 Irrtsgranit und 20 schwarze Diamanten. Und ein Chanor-Hammer. Hä, wo war ja, das? Sollten wir haben. Das nicht? Du musst doch einfach nur hier hingehen zu der Osttreppe. Ach so, und das ist das, was wir brauchen. Dir den Tooltip anzeigen. Ja, nevermind, nevermind, nevermind. Ich dachte, wir haben was freigeschaltet. Nein. Nein, wir schalten nicht immer was frei. Ja, ich krieg heute irgendwie einen Schmitz, tut mir leid. Das ist vollkommen okay, wir sind für dich da, auch wenn es manchmal ein bisschen genervt klingt. Ja, kann ich ja verstehen. Es liegt nicht daran, dass wir genervt sind, das klingt einfach ja. Safe. Also, Pinky Promise. Ja, sorry. Was haben wir denn hier? Ah, okay, hier ist noch so eine Musnakan-Statuette. Aber haben wir nicht schon genügend? Naja. Ich blick's auch nicht. Wir haben ja schon einige davon gefunden, die wir bis jetzt nirgendwo hinstellen konnten. Liegen also die zu Hause noch? Ich glaube tatsächlich sogar ganz, also im ursprünglichen Zuhause in Hemland, nicht mal in Gimli's Crib. Da müssten die, glaube ich, noch rumschimmeln. Aber dann ist es, glaube ich, viel zu spät. Das hätten wir dann müssen eher machen, weil hier kannst du nichts mehr reinstellen. Aber wir haben ja auch nichts gefunden. Und es ist ja jetzt nicht so, dass wir nicht ein bisschen zumindest geguckt hätten. Na, im allerersten Gebiet gab es doch auch also, so ein, wo wir die reinstellen konnten. Ja, ne? da gingen aber die dann irgendwann nicht mehr rein. Oh, hier ist noch eine. Schwupps. Bin hier gerade. Funzel angemacht hier.
So, und die Leute, ich würde gerne wir zurück. Wir müssen zurück, ne? Ja. Hm? You are so right. Fest, wenn wir... Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz da rein. Weil ich bin jetzt weniger müde als vorhin. Also aus durch irgendeine Aktivität habe ich mich ausgeruht. Der Gesang. Safe, der Gesang. Ja, gut. Ja. Der muss so beruhigend. Können wir hier nochmal singen? Kann ich mir einfach den Schlaf wegsingen hier? Nee, ich glaube, so funktioniert es nicht. Hallo. Das ist schade. Ich dachte, jetzt ist übrigens ein Dwarf-Lifehack gefunden. Ich meine, wir müssen trotzdem zurück und wir müssen jetzt eigentlich genügend schwarze Diamanten finden. Folgt mir auf Insta-Dwarf. Insta-Dwarf. Meine Güte. Wir müssen nochmal durch den Schattenflug, I guess. Wobei, ich habe jetzt ein bisschen Holz dabei. Und zwar für genau, weil zwei Plattformen oder so. Ich hätte genügend. Na dann, bau mal. Benny hat wieder mal gelootet. Ja. Nichts anderes war zu erwarten. Bin trotzdem im Schatten, schade. Das ist jetzt aber ein Skill-Issue. Nee, ich bin genauso auf die... Was? Aber ich bin genauso... Ach, komm! Also, bei mir lief's gut. Naja, schön. Naja, ist doch gut. Also, hier am Ende war ich ein bisschen im Schatten, das war eigentlich auch eine Sackgasse. Ja. Oh, einmal euch hinterherlaufen, ey. Ich hab, Silber abgebaut, bis ich's gerallt hab. Ja, da kommt der Retourkutsche von gerade eben. Ja, ja. Ja, ja. Learning. Entschuldigung. Was ist denn hier eigentlich drin? So. Steine. Schön, wir können das ja nicht mal herstellen. Was denn? Die Rüstung. Und dann müssen wir das vielleicht an der heimischen Schmiede machen. An der großen Schmiede von Durgin stand dran. Wir müssen wahrscheinlich wieder eine neue Schmiede finden, die dann wieder reparieren und dann können wir bauen. Das ist echt nicht repetitiv. Also die haben sich definitiv nichts bei Ubisoft abgeguckt, oder? Also ich bin ganz ehrlich, aber für die Titelmusik feiere ich die schon hart. Ja, das ist schon Next Level. Ich hätte nicht gedacht, dass man durch Titelmusik so viel Stimmung in dem Spiel erzeugen kann. Oh Gott. Oh Mann. Einmal möchte ich mit normalen Menschen zusammenarbeiten. Das ist ja auch noch ein Balsamholz, da kann ich ja gar nicht mehr machen. Das wäre so schön, wirklich. Das würde so meine Seele erquicken. Ich will es, ja. Aber es ist einfach nicht möglich. Ist einfach nicht möglich. Naja. Salz. So fühlt sich der Kevin gerade an. Ich fühle mich richtig salzig, Junge. Bist ein bisschen Fledermausdung zum Tränen trocknen. Bah! Hast du schon mal probiert? So, nee. Immer erstmal ablehnen, weißt du? Immer erstmal scheiße. Oh Gott. Wir müssen noch 14 schwarze Diamanten farmen, Leute. Warum 14? Weil wir 20 brauchen, um die Treppe zu reparieren. Wie viel haben wir? 6. Okay. Ich wollte nochmal nachfragen, ob du auch richtig gerechnet hast. Richtig. Nee, wartet, nicht pennen, erst essen. Ja, machen. Erst machen, nicht essen. Essen. Aber die essen macht hier schon. Bin ich schon dran. Bin ich schon dran. Sehr gut. Unser Koch war schon in Valheim der Koch. Stimmt, ja. Also es hat schon ein gewisses Kontinuitätspotenzial. Genau, das ist ein schönes Wort. Dankeschön. Gar kein Mit dem Problem. Unterschied, dass ich mich hier nicht zum Bauen hinreißen lasse. Zumindest nicht so wie in Valheim. Einfach weil das Bausystem mir hier leider immer noch keinen Spaß macht. Niemanden. Obwohl, ich habe es gar nicht probiert, to be honest. So, also können wir jetzt viel farmen. Schmiede ist ein großer... Na, wollen wir nicht erstmal da reingehen nochmal? Hätte ich jetzt auch gesagt, in oder? In diese Grabstätte da? Wir waren nicht drin, wir sind zwar drum rumgelaufen, nee, aber that's ist it. Richtig. Hat er einen Punkt? Also da würde ich jetzt schon nochmal reingehen, nochmal Looky Looky machen. Looky 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 Looky. Ah. Das war ein nee, schönes, Ox, ich hab schönes jetzt Crossover, keinen Bock auf euch. Von dem man nie erwartet hat, dass man es nicht braucht. Kommt ihr? Ja, hinter mir. Ja. Bin ich so schnell im Krabbeln hier. Ah, Durgin, der kann das. Nee, Durin, Du. Wo ist eigentlich meine Axt hin? Ich hatte doch mal eine Axt, als ich jung war. Na genau. Bin verwirrt? Ich auch. Ha,
Habe ich die jemandem gegeben oder habe ich die einfach weggeworfen? Wir alle, Matze. Ich habe noch eine Eisenstreitaxt, falls du die möchtest. Nee, es war keine Streitaxt. Es war einfach nur eine Holzaxt. Also nicht aus Holz, sondern für Holz. Ja, aber du kannst doch mit einer Eisenstreitaxt. Ja, die will ich aber nicht. Bäume fällen, oder nicht? Für meine Axt. Okay, dann such dir deinen scheiß Timmy wieder. Nee, Kalb, Timmy, Bärbel ist alles der gleiche Schmus. Wow. Wie kann man Timmy und Bärbel in einem Satz vernichten? So, wo ist denn der Small Dude? Ja. Small Dude kommt ums Eck. Was wollen wir jetzt aber auch? Hier also reingucken. Der Tempel ist aber auch. Hier ist das Grab von Durin, Mann. So. Das Grab Durins des Todlosen. Das Grab Durins des Ersten existiert noch, doch der Zahn der Zeit hat ihm zugesetzt. Die Worte der Schattenbrunnen und der Wille des Bösen tief unter dem Berg wurden in den Stein getrieben. Neben den eingemeißelten Wappen Durins steht außerdem die Pflicht, die Durins Volk vom Schmied Aule auferlegt ward. Ohne Witz, wieso bauen die Zwerge ihr Moria in den Berg, mit dem das Böse innen wohnt, verstehe ich jetzt nicht. So, jetzt waren wir hier mal drin und ja. Jetzt müssen wir fahren. Das war's dann auch schon wieder. Bewegen. Ach, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Ich war gefangen in gottloser Ehrfurcht. Ja. Kann ich ihm die Goldkrone da oben stibitzen und einschmelzen? Und wisst ihr was, da Matze so dermaßen gefangen in gottloser Ehrfurcht ist, müssen wir ihn erstmal wieder rauskriegen aus dieser Ehrfurcht. Und das braucht mindestens eine Woche Pause. Das heißt, wir müssen heute an dieser Stelle nämlich abbrechen, in der Hoffnung, dass Matze nächstes Mal von seiner Ehrfurcht sich wieder erholt hat. Und wir dann wieder zu dritt hier in die Tiefen von Moria eintauchen können. Ja. Für heute soll es nämlich schon wieder gewesen sein. Muss sagen, die Folge ist heute schnell vorbeigegangen, finde ich zumindest. War sehr kurzlebig, schnelllebig, was immer ein gutes Zeichen ist. Ja, wir haben ja das Grab von Durin gefunden, festgestellt, dass die Osttreppe, die anscheinend der einzige Weg nach oben ist, noch zu reparieren ist. Und wir ein Bunch of Farming vor uns haben. Das wird wahrscheinlich die nächsten Folgen in Anspruch nehmen. Also 14. Ja. 15. Habt schon mal Spaß dabei. Nein, wir gucken, dass wir ab und zu ein bisschen Action reinbringen, damit wir da die Mischung einigermaßen halten. Für heute soll es das, wie gesagt, gewesen sein. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zusehen und Zuhören und wünschen euch noch eine fantastische Restwoche. Ja, schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns nächsten Freitag wieder, wenn es wieder heißt Lord of the Rings Return to Moria. Bis dahin, es verabschieden sich euer Matze, euer Benny und euer Kevin. Haut rein. Ciao. Ciao.